Der FC Bayern fliegt nach Katar, um bei der FIFA-Club-WM zu spielen. Der FC Liverpool darf zum Champions-League-Spiel gegen Leipzig nicht nach Deutschland einreisen, also verlegt man das Spiel nach Ungarn, weil da die Einreisebestimmungen ein bisschen laxer sind. Das letzte Mal, dass ich nachgeguckt habe, hatten wir immer noch Pandemie. Was erlaube Fußball? Sind die Privilegien für König Fußball nach wie vor gerechtfertigt? Oder ist das unsolidarisch, dass Alaba, Kimmich und Lewandowski zusammen spielen dürfen, aber Ben, Paul und Leonie in der Kindermannschaft nicht? Oder braucht es vielleicht sowas wie den Profifußball, ne, damit für uns die Welt zumindest zur Bundesliga-Konferenz am Samstag wieder ein Stück normaler vorkommt? Jetzt! Uli Hoeneß sagt, der Fußball muss weitergehen. Und man darf ja nicht vergessen, dass in all dieser schwierigen Zeit Fußball und Sport, ich denke an Basketball, an Handball, an Eishockey, doch eine große Abwechslung für die Bürger ist. Und ich sehe es ja an mir. So oft habe ich noch nie Fernsehen geschaut, andere Sportarten wie Basketball geschaut, auch mal Handball geschaut. Das lenkt doch ab und hilft uns alle doch, diese schweren Zeiten etwas besser zu überstehen. Und trotzdem, je länger dieser Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen, Kinder zu Hause und Friseure, Kinos, Läden zu, Homeoffice dauert, desto mehr können die Bilder des FC Bayern aus Katar einen schon aufregen. Oft wird ja der Fußball zum deutschen Kulturgut gezählt. Doch mal ehrlich, Corona hat doch gezeigt, dass für den Profifußball oder den Profisport allgemein ganz andere Regeln gelten als für die restliche Kultur in diesem Land. 2 Monate hat es gedauert, bis Müller, Reus und Neuer nach Beginn der Pandemie wieder spielen durften. Seitdem ohne weitere Lockdown-Unterbrechungen. Der Grund? Ein umfangreiches Hygienekonzept, entwickelt von der Taskforce Sportmedizin, Sonderspielbetrieb im Profifußball der DFL. Dieses Konzept haben nicht nur alle anderen internationalen Sportligen als Vorbild hergenommen, es hat auch die Bundesregierung überzeugt. Und das so sehr, dass die deutschen Vereine ohne weitere Einschränkungen seit einem Jahr fast ganz normal trainieren und ihre Pflichtspiele absolvieren dürfen. Und klar, spätestens im vergangenen Herbst, als es mit den Corona-Tests bei uns etwas knapp wurde, da kam ordentlich Kritik auf. Denn die Spieler, die werden sehr regelmäßig auf Corona getestet, oft häufiger als mancher Krankenpfleger. Werden da für den Profifußball wichtige Testkapazitäten verbraten? Das trifft de facto bisher noch nicht zu. Im vergangenen November, als es mit unseren Tests so richtig knapp wurde, da lag der Anteil der Tests für Fußballer unter 1% der Gesamttests pro Woche. Genauer gesagt bei 0,3%. Die Tests lassen sich also stemmen, ohne dass es woanders zu Verzögerungen kommt. Das sagt Cornelia Wanke, die Geschäftsführerin der Fachgemeinschaft Akkreditierte Labore, in der Zeit. Und die muss es wissen. Außerdem, die Labore haben die Tests der deutschen Fußballliga DFL angeboten und die DFL hat sie bezahlt. Das läuft bei privaten und ebenfalls nicht absolut notwendigen Tests ja auch nicht anders, zum Beispiel bei braungebrannten Reiserückkehrern. Also ein echtes Ausnahmeprivileg ist das nicht wirklich. Doch jetzt stehen die internationalen Wettbewerbe an und die deutschen Teams fliegen durch die Weltgeschichte. RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, die müssen in den kommenden Wochen nach Budapest ausweichen, weil Deutschland die englischen Gegner nicht einreisen lässt. Weil da gibt's ja so eine Coronavirus-Mutation. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Ein Video speziell zu solchen Mutanten, das findest du hier. Bei der TSG Hoffenheim ist es übrigens andersrum. Da ist der Gegner Molde FK aus Norwegen und Norwegen hat die Grenzen dicht. Also dann weicht man einfach mal nach Villarreal in Spanien aus. Da kann man doch schon fragen, warum? Genau das habe ich BR-Sportreporter Bernd Schmelzer gefragt. Wenn Leipzig das Spiel nicht austragen kann, wird es einfach für den Gegner gewertet, 3-0. Und dann ist das Thema quasi mit der nächsten Runde, hat sich mehr oder weniger von selbst erledigt. Die Mannschaften von der Insel dürfen halt jetzt nicht in Deutschland einreisen, deswegen sucht man Ausweichorte. Und so fliegt man jetzt dieser Mutation, jetzt versucht man quasi in der Luft zu entkommen, ja, indem sie jetzt in Budapest spielen beispielsweise. Oder wie in der Europa League, Beispiel Hoffenheim, die spielen jetzt in Villarreal, in Spanien. Also das sind natürlich groteske Situationen momentan, aber für den Verein als solchen bleibt ja jetzt überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als sich um irgendeinen Ausweichort zu bemühen, um die Chance zu haben, noch im Wettbewerb zu bleiben. Denn bei 0-3 Heimspielniederlage müsstest du ja das Auswärtsspiel, sage ich mal, mit 4 Toren Unterschied gewinnen, um dann in die nächste Runde zu kommen. Das heißt, da geht es A, um sehr viel Geld, B, um Renommee, C, um Startplätze auch für den deutschen Fußball. Denn wenn sie in der Champions League jetzt alle früh ausscheiden,
kostet das irgendwann einmal einen Startplatz. Dann geht es um die Attraktivität natürlich auch der Bundesliga. Das sind alles Argumente, das zu machen. Es gibt aber auch genug Argumente, es nicht zu machen momentan, logischerweise. Die wiederum müsste allerdings meines Erachtens, die müssten ja irgendwie von der UEFA mal angetrieben werden, zu sagen, okay, wir machen jetzt entweder eine Mutationspause oder wir machen ein Turnier wieder nach einer gewissen Zeit oder wir verlegen die Spiele. Aber der Terminkalender insgesamt, der internationale, ist so eng, dass man eigentlich fast keine Möglichkeit hat, wenn man das weitermachen will und die Gelder weiter einsammeln will, die Fernsehgelder, die dann auch verteilt werden ja wieder, dann muss man sich jetzt über solche Umwege mehr oder weniger die Spiele ja, im Luftraum zusammenfliegen. Klar, für die Profivereine, da geht es ja auch um viel Geld. Und so ein Spitzenclub, der hat ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Jobs in Gefahr sind, wenn nicht mehr gespielt wird. Aber was bringt dieser Fußballwahnsinn eigentlich der restlichen Bevölkerung? Im alten Rom, da gab es Brot und Spiele fürs Volk. Heute ist es der Fußball. Welche Rolle spielt der Profisport für uns tatsächlich psychologisch? Dazu habe ich mit Professor Dr. Frank Pattberg gesprochen. Er ist Psychotherapeut und Psychiater. Und ich habe ihn gefragt, kann uns der Profifußball tatsächlich Halt geben in so einer Pandemie? Da würde ich nochmal umgekehrt von den Menschen ausgehen und sozusagen fragen, was machen wir denn mit dem Profifußball? Für wen ist das wichtig? Wie ist der Profifußball in unserem Alltag sozusagen angesiedelt? Und da gibt es natürlich das schon, dass das ein Zeitgeber ist, ob das die Wochenendspiele sind oder dass der Mittwoch ist und die Sportschau und ähnliche Dinge. Also diese sportlichen Ereignisse sind Zeitgeber, also haltende Strukturen und für viele Menschen relevant tatsächlich. Und Brot und Spiele wäre jetzt nochmal was anderes. Das ist ja aus dem antiken Rom unter dem Aspekt, das Volk zu unterhalten, damit es nicht so kritisch den Kaiser anguckt. Sowas ist das ja jetzt nicht, sondern Sport ist einfach Teil unserer Kultur und auch der Profisport. Also unter diesem Aspekt könnte man das sehen und das wäre so zu beantworten, ja. Ja, kann eine Struktur geben. Eins ist klar, im vergangenen Jahr hat ganz Deutschland Fußball im Fernsehen geschaut. Und zwar ordentlich. Nur die Situation, die ist jetzt so langsam eine andere. Der Lockdown hört nicht auf. Die Einschränkungen werden kaum weniger. Das zermürbt uns, das macht uns müde, das ist anstrengend. Und zwar sehr. Da ist dann das Verständnis für, einmal schnell in die Wüste nach Katar und zurück, nicht mehr so groß, ne? Heute, wo dieses Video hier rauskommt, da spielt der FC Bayern in Katar. Und nächsten Montag, Rosenmontag, geht's dann direkt abends in München gegen Bielefeld. Also nix mit mindestens 5 Tage Quarantäne plus negativen Corona-Test wie für den normalen Bürger. Der Fußball hat, oder der Profisport insgesamt, hat vielleicht so ein bisschen so die Rolle des Bespaßers gehabt bislang. Ja, dass man sagt, okay, es muss auch irgendwelche Nachrichten geben, die vielleicht, das kann man jetzt so und so sehen, ja, aber für viele ist es dann so, das hat auch eine positive Nachricht. Okay, die kicken, egal ob mit oder ohne Zuschauer, sie kicken jetzt mal. Mein Verein spielt hier und dort. Und das hat so einen leichten Gute-Laune-Faktor für diejenigen, die das Positive daraus ziehen wollen. Und das gibt ja sehr viele Fußballfans. Jetzt aber ist es mittlerweile so, dass wenn man auf der einen Seite überhaupt gar kein Ende am Licht des Tunnels sieht, dass du nicht weißt, wann macht der Friseur auf, dass du nicht weißt, wann macht das Hotel auf, wann macht die Kneipe auf, dann macht der Italiener um die Ecke rum auf, dass die alle gar nicht mehr wissen. Und du hörst jeden Tag irgendwelche Horrormeldungen, der geht kaputt, der geht kaputt, der geht kaputt und der hat auch nichts mehr. Die Kinder können fast nicht in die Schule gehen oder nicht in die Schule gehen. Es nimmt, was man heute lesen konnte, Depressionen nebenzu, häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Ja? Und dass man jetzt diese Ausnahmerechte des Fußballs immer weiter ausdehnt, ja, und da noch ein Schlupfloch und da und da noch eins sucht. Das bringt, habe ich das Gefühl, so berechtigt es aus Sicht der Vereine natürlich ist, weil es da auch um sehr viel Geld geht. Aber das geht es im Privatleben auch. Das bringt so ein bisschen die Stimmung zum Kippen. Genau diese gesellschaftliche Stimmung, die kommt natürlich auch in der Politik an. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte von der SPD, der hat zum Fußball gesagt, wir sollen derzeit alle auf Reisen verzichten. Diesen Appell hat auch die Bundeskanzlerin gesetzt. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum wir dafür einen Profizirkus eine Ausnahme machen sollten. Der Fußball wird schon sehr gehätschelt. Das hat letztes Jahr im Frühjahr auch ein Mitglied des Ethikrats gesagt.
Und trotzdem, die Politik lässt ihn ja noch gewähren. Wir haben Stefan Pilsinger gefragt, das ist ein Bundestagsabgeordneter und ein Gesundheitsexperte der CSU. Sind denn die Privilegien für den Profifußball nach wie vor gerechtfertigt? Also ich kann gut verstehen, wenn die Menschen das kritisch sehen, weil sie ja auch angehalten sind, nicht ins Ausland zu reisen. Und wenn Profifußballer jetzt diese Sonderrechte bekommen, dann wird das von vielen als Problem gesehen. Ich glaube, wichtig ist bei diesen Ausnahmen, dass man klar die Sicherheitskriterien scharf auslegt, dass man regelmäßig testet und dass man auch keine übermäßigen Risiken eingeht. Ich glaube, was auf keinen Fall passieren darf, dass Mutationen aus dem Ausland über die Profifußballer oder das Team, was drumherum ist, eingeschleppt wird. Am Ende des Tages, die Kita macht auch nicht auf, nur weil der Ball nicht mehr rollt. Auf der anderen Seite, während Eltern im Homeoffice und Homeschooling nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, da wirkt die Forderung, ja, aber Hauptsache der Fußball läuft, ne, wirklich wie ein First World Problem. Wie siehst du das? Hat der Fußball einfach eine größere Lobby als zum Beispiel Theater, Kinos oder Familien? Deine Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn es dir getaugt hat, bitte ein Like da lassen und den BR24-Kanal abonnieren, denn der ist besser im Abo. Dann verpasst du nichts mehr. Hast du schon? Wie? Kein Problem, hier ist eine Playlist mit geilen Videos, kannst du alles nachholen. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.